Wie erkennt man, ob man erwacht ist? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. Und es gibt Menschen, die zu mir sagen, ich bin erwacht. Und dann denke ich jedes Mal, oh krass, wow. Das ist ja schon eine kräftige Aussage so. Ich selbst für mich könnte nicht behaupten, dass ich hundertprozentig erwacht bin. Ich würde das auch gar nicht so sagen. Ich finde so für mich selbst, da fehlt noch einiges, damit ich wirklich dieses komplette Erwachensbild oder diese Ausdehnung trage. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Vielleicht geht es euch ähnlich. Also für mich hat es damit angefangen zu hinterfragen, dass alles, was hier so im normalen Leben in der Dualität ist, ob das alles ist, ob das stimmt, ob das ausreicht, ob das wirklich alles sein kann. Dieses Hinterfragen, das setzt so diesen Erwachensvorgang in Gang sozusagen. Und in dem Moment, wenn man sich mit der Spiritualität beschäftigt, ändern sich auch die Freundschaften. Und da habe ich echt einiges erlebt. Ich hatte wirklich, man hat so alle möglichen normale Freunde. Aber dann hat sich ja mein Bewusstsein verändert und ich habe eben an die Dinge geglaubt, die man nicht mit dem Verstand erklären kann, die man nicht greifen kann, die einfach jetzt Energie ist Energie, Heilung ist Heilung, geistige Heilung. Aber das kann man schlecht oder nur in Teilen erklären. Und dann gibt es eben Freunde, die das nicht verstehen. Oder auch wenn du an Engel glaubst, das verstehen manche nicht und dann verlierst du diese Freunde. Das ist also ein Zeichen, dass du langsam in das Erwachen gehst. Wenn du diese normalen Freunde, wenn du einfach nicht mehr mit denen reden kannst, weil dir alles so oberflächlich erscheint, so nichtssagend, so belanglos, dann ist es nicht mehr der richtige Ansprechpartner für dich, weil du hast andere Gedanken. Du stellst Fragen über das Leben, du möchtest mehr wissen über das Spirituelle und das kannst du eben nicht mit den Menschen, weil die sich gar nicht dafür interessieren. Also das wäre ein Zeichen. Du veränderst dich einfach in deiner Persönlichkeit auch, wirst vielleicht liebevoller und ruhiger. Bei mir hat sich das auch gezeigt, je mehr ich in das Erwachen gegangen bin, desto mehr haben sich meine Gesichtszüge entspannt. Früher war ich so angestrengt, so ich kann es jetzt gar nicht mehr machen, hatte ich so strengere Gesichtszüge. Und durch das Meditieren und die Verbindung mit den Engeln und den ganzen Energien wird der Gesichtsausdruck weicher und liebevoller und auch dein Wesen wird liebevoller. Du bewertest die Menschen nicht mehr so, sondern du akzeptierst sie eben, jeden Einzelnen, so wie er ist. Du verurteilst nicht mehr, sondern du nimmst auch die Situationen an, wie sie sind, ohne die jetzt ändern zu wollen. Manche Dinge kann man einfach nicht ändern, die sind so, wie sie sind. Und wenn man da jetzt nicht in den Kampf geht, sondern das akzeptiert, geht es einem natürlich viel besser. Wird das Leben leichter und dadurch entspannt sozusagen. Also diese Freundlichkeit und diese Liebe, die ja dann dadurch dich strömt, bewirkt ja auch was bei den Menschen, der dir gegenübersteht. Wenn du freundlich und liebevoll bist, dann wird er auch freundlich sein. Und allein dadurch leistest du ja schon Lichtarbeit und die Liebe und das Licht wird verbreitet. Diese wundervolle Lichtarbeit, die uns manchmal gar nicht so bewusst ist, die wir aber ständig tun, indem wir die Menschen anlächeln. Und auch jetzt in der Zeit kann man mit den Augen lächeln. Und vor allen Dingen, wenn man mit den Augen lächelt, dann ist es ja der Spiegel der Seele, der noch viel tiefer die Liebe zeigt. Die Liebe, die den anderen Menschen dann womöglich noch tiefer berührt, als wie wenn du ein normales Lächeln hast. Ein Mensch, der zum Beispiel sehr mit den Engeln verbunden ist und geerdet ist und dann mit dieser Ausdehnung auf die Straße geht, hat eine Ausstrahlung, die sonst niemand hat oder die nur die Menschen haben, die eben das Gleiche tun.
mir fällt es manchmal so intensiv auf, dass ich denke, oh Gott, was ist denn nur los? Ich bin zum Beispiel gestern auf die Post gegangen und hatte zufälligerweise auch noch mein Engel-T-Shirt an. Also war schon allein das auffällig. Aber die Menschen, die haben mich alle so angestarrt. Die haben mich so angeguckt und habe ich gedacht, was ist denn nur, was hast du nur an dir? Und dann ist mir eingefallen auch so, ja, das ist einfach die Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Lichtes und der Liebe. Weil ich hatte, bevor ich auf die Post ging, auch noch gechannelt und mich mit der geistigen Welt unterhalten und trug noch ganz viel von dieser Energie in mir. Das heißt also, die Menschen spüren was und die wundern sich, die können es nicht verstehen. Das sind jetzt die Menschen, die noch nicht in dem Erwachensprozess drin sind. Also so kannst du es erkennen, wenn du vielleicht mal angeguckt wirst und die Menschen dich so erstaunt anschauen, das ist deine Ausstrahlung. Und das ist eigentlich schön, ne? Das ist eigentlich ein Kompliment. Was halt auch noch zu diesen Symptomen dazugehört, wie man erkennt, dass man im Erwachensprozess ist, ist das die Synchronizität. Das heißt, dass du in viele Situationen kommst, die dich weiterbringen. Du triffst plötzlich Menschen, die genau das Gleiche machen wie du, also das Gleiche anziehen und dadurch kommst du weiter. Es entstehen Ketten von Ereignissen, die dich von einem Punkt zum anderen tragen und du auf einmal diese höhere Führung spürst oder deine Seelenführung spürst und so innerhalb deiner persönlichen Entwicklung geführt und ausgedehnt wirst. Und das geschieht durch deine innere Einstellung. Und dann ist auch noch der andere Punkt, die Selbstreflexion. Also du wirst dir auch Fragen über dich stellen. Du wirst fragen, ist das jetzt richtig, was ich da gerade mache? Ist mir das dienlich? Oder was bedeutet das für mich? Was kann ich damit anfangen? Wie bringt mich das weiter oder was will mir das denn sagen? Ist es vielleicht noch eine Schattenseite, die ich in mir trage? Also all diese Reflexionen, die bringen dich dazu, zu erkennen, wer du bist, zu erkennen, was du in dir trägst, was noch nicht vielleicht in Ordnung ist oder auch die anderen Dinge zu entdecken, die total super sind. Deine Fähigkeiten wirst du entdecken. Und dann auch dich um diese Fähigkeiten kümmern, diese Fähigkeiten ausdehnen und dadurch ins Wirken kommen, ins spirituelle Wirken kommen. Das ist wichtig, dass du da auf irgendeine Art wirkst. Also du musst jetzt nicht unbedingt als Medium wirken. Es reicht ja auch schon dieses Lächeln. Und wenn du dann dieses bewusste Lächeln hast, in dem du selbst weißt, es strömt Liebe und Licht durch dich, dann ist es schon Lichtarbeit. Und das sollten wir alle wissen. Und das gehört zum Erwachen dazu. Natürlich, wenn du dann beginnst, dich weiterzubilden, so habe ich es ja auch gemacht, ich hatte so viele Fähigkeiten und Teile davon habe ich durch Weiterbildung einfach verstärkt. Wenn du also dich weiterbildest über Seminare, Webinare, Fernlehrgänge, was auch immer dich anzieht, dann tu es, denn dadurch wird sich dein Bewusstsein erweitern und du kommst immer tiefer in das Erwachen. Es gehört halt auch dazu, sich selbst zu erkennen. Damit meine ich jetzt nicht, wie kann ich das jetzt so sagen, dass ihr mich auch alle versteht? Also sich selbst zu erkennen in dem Sinne, dass du deine Fähigkeiten lebst, dass du deine Ausdehnung kennst und vielleicht beginnst, in frühere Inkarnationen einzutauchen. Muss nicht sein. Da muss man nämlich vorsichtig sein, dass man nicht mit dem Ego dort eintaucht. Einfach nur deine Erfahrungen oder dein Wissen wieder zu gelangen aus früheren Inkarnationen. Das ist auch so ein Erkennungsprozess, was natürlich da sehr gut
Unterstützt es auch der Herkunftsname? Wenn man den weiß, kennt man seine Fähigkeiten und kann die dann weitestgehend ausdehnen und sich dadurch noch mehr weiterentwickeln, noch mehr spezialisieren. Man wird also auch bestimmte Fähigkeiten entdecken, die man schon immer hatte und die man dann einfach verfolgt, mit denen man wirkt, und dadurch werden die, durch das Wirken, werden die größer. Bei mir war das so, ich hatte Freundinnen, ich hatte damals auch mal mit Reiki angefangen, das war ja vor vielen Jahren, war das ja so in, und heutzutage ist das Reiki schon ein bisschen veraltet. Auf jeden Fall hatten wir das damals gemacht, also wir kannten uns vom Reiki, aber wir haben kein Reiki gemacht, wir hatten Rückführungen gemacht. Und bei der Rückführung habe ich im Buch der Akasha gelesen. Ich habe daraus vorgelesen, für alle, die, wir waren zu dritt, habe für jeden aus der Akasha vorgelesen und wir waren so aufgeregt, dass wir danach nichts mehr wussten oder fast nichts mehr wussten. Das war so spannend. Und seitdem habe ich begonnen, in der Akasha zu lesen. Und das kann man ja auch bei mir lernen. Wer das möchte, könnte sich da auch fortbilden. Und so, ich wollte einfach nur erklären, wie sich das so ergibt. Oder ich war mal auf einer spirituellen Messe, da war ich früher oft, jetzt schon ewig lange nicht mehr. Jetzt gibt es ja YouTube, da braucht man das nicht mehr so. Und auf so einer Messe, ich hatte schon mal erzählt, da ist niemand an meinen Stand gekommen. Kein Mensch. Und ich war echt traurig und habe gedacht, was machst du denn nur? Dann habe ich angeboten, von 12 bis 14 Uhr gibt es kostenlose Behandlungen. Und dann kamen die Menschen und ich habe dann einfach gemacht, einen nach dem anderen. Ich war da 2 Stunden beschäftigt und als die 2 Stunden vorbei waren, habe ich erstmal überlegt, was hast du denn jetzt überhaupt gemacht? Und ich hatte dann in dem Moment in der Aura der Menschen gearbeitet und dort Blockaden gelöst. Und diese Technik, die ich da gemacht habe und überhaupt, wie ich gewirkt habe, das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gemacht. Das kam durch die Anbindung. Ich war einfach, natürlich habe ich mich angebunden, bevor ich begann. Und durch diese Anbindung hat dann die geistige Welt mein Bewusstsein ausgedehnt, meinen Erwachensprozess ausgedehnt und mich zu einer Fähigkeit geführt, die ich früher oft ausgeübt hatte und aber die noch, die vergessen war. Also solche Dinge passieren in diesem Erwachensprozess. Und ihr könnt einfach für euch gucken, wo ihr steht, ohne zu bewerten, weil es ist ja jeder Mensch auch in einem persönlichen Erwachensprozess, wo er geführt wird von der Seele. Und da dürft ihr auch vertrauen, dass alles, was ist, richtig und gut ist. Und jeder Mensch ist gleichwertig gut. Es ist jetzt nicht der Mensch, der ganz viele Fähigkeiten hat, viel besser als der Mensch, der vielleicht nur 1, 2 hat. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil wir uns ja ständig weiterentwickeln und in diesem Erwachensprozess drinnen sind. Ja, und jetzt werden wir ein schönes Channeling machen. Ich bin mal gespannt, welches Thema wird es denn sein, liebe geistige Welt? Ich bin gespannt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay, Erwachensenergie, Ausdehnung der Fähigkeiten, okay. Ja, das ist doch schön, das ist doch ein tolles Geschenk und dann wünsche ich euch auch schon ganz viel Freude. Ich werde mich mit meinem Ursprungslicht verbinden, weil im Ursprungslicht haben wir ja unsere ganzen Fähigkeiten, unser ganzes Ich, unser ganzes Erwachen ist ja in dem Ursprungslicht vorhanden. Und das, okay, ich verstehe. Wir werden also in unser Ursprungslicht eintauchen und dort die Anbindung bekommen zu unseren Fähigkeiten und zu unserem Wissen. Wow, das wird aber schön. Dann wünsche ich euch jetzt schon ganz viel Vergnügen und ganz viel Freude und ganz viel Heilung, ganz viel Ausdehnung, ganz viel Erwachensenergie. Und stimme mich jetzt ein. Ich bitte um Schutz für uns alle, für jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Moment zuschaut, zuhört, meditiert
und für meinen Kanal, sodass nur die reinsten, besten, göttlichsten Energien zu uns gelangen. Und so werden wir zusammen eine kleine Reise unternehmen. Ich channele für dich mit meiner Seele für dich. Geliebtes Menschenkind, es ist deine Seele, welche dich heute hierher geführt hat. Und es ist das Licht des Erwachens, welches in dir leuchtet und ausgedehnt werden möchte. Und so darfst du dich freuen, denn ich lade dich ein zu einer Reise zu deinem Ursprung, zu einer Reise zu deiner Entstehung in das Energiefeld, wo du dich erkennen wirst. Ich lade dich ein, in das Herkunftsfeld deiner Seele einzutauchen. Jeder Mensch hat ein Herkunftsfeld und dieses Herkunftsfeld ist im Universum verankert. Die Verbindung zu diesem Herkunftsfeld trägst du in deinem Herzen und diese Verbindung leuchtet nun wie ein goldener Strahl aus Liebe. Und dieser goldene Lichtstrahl der Liebe führt dich jetzt direkt in dein persönliches Herkunftsfeld. Lasse dich führen und tragen. Über die Linien der Zeit, dorthin, wo du einstmals durch Gottes Schöpferkraft entstanden bist. Und so tauche hinein in dieses Feld des Wissens, in dieses unendlich große Feld der Liebe, der göttlichen Liebe, welches dich nun empfängt, welches dich umarmt und sagt, du bist willkommen und du bist so geliebt. Und nun nimm dir ein wenig Zeit, um einfach in dieser Energie zu baden, denn es ist die Energie der höchsten Liebe und des Lichtes. Deine eigene Matrix umgibt dich, die Felder deiner DNA, deiner Entstehung, deines göttlichen Kerns öffnen sich für dich. Erfahre jetzt, wer du bist. Erfahre, welche Fähigkeiten du hast und vertraue allen Bildern, Visionen oder Energien oder Gefühlen. Denn es geht um dein persönliches Herkunftsfeld. Und alles, was du empfindest, ist deine eigene Wahrheit. So lass dir ein wenig Zeit, um zu genießen, um zu erfahren, um zu lernen, um dich auszudehnen und um die Erwachensenergie zu erhalten, welche nun zu dir strömt. Die Erwachensenergie aus dem Universum. Aus dem großen Feld der göttlichen Liebe strömt zu dir. Die Engel haben sich versammelt und sie singen deinen Namen. Sie singen die Worte der Liebe. Sie berühren deine Seele liebevoll.
Sie schauen dir in die Augen und sie flüstern dir zu: Du bist einer von uns. Und wir sind bei dir, dich zu unterstützen. Du fühlst dich ganz leicht, so wie wenn du schwebst. Und du fühlst dich eng verbunden mit der allumfassenden Liebe. Und du fühlst deine Zugehörigkeit zu allem, was ist. Und auch zu Mutter Erde. Und so verweile noch ein klein wenig in deiner persönlichen Herkunftsenergie, um dann sanft und liebevoll über die Linien der Zeit zurück zu deinem Hier und Jetzt zu gelangen. Alles, was du wahrgenommen hast, ist deine eigene Wirklichkeit. Und ich danke den Energien für das, was heute geschah. Und schließe meinen Kanal und bin auch wieder ganz für dich da. Ich bin so gespannt, was ihr wieder schreiben werdet. Ich kenne diese Felder und es ist jedes Mal so wundervoll, dort einzutauchen. Und es geschieht jedes Mal eine neue Ausrichtung oder eine Festigung der Ausrichtung. Und jedes Mal kommt ein kleiner Schritt ins Erwachen dazu. Noch ein Schritt und noch ein Schritt und noch eine Ausdehnung. Das ist das Erwachen in die Unendlichkeit der Liebe, in die Grenzenlosigkeit. Für unseren Verstand unvorstellbar. Ja, und mit diesen Worten umarme ich dich voller Liebe und bekommst auch ein Küsschen. Habe eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.